So, hallo und herzlich willkommen zu einer Folge League of Legends. In Voraussicht darauf, dass ich vermutlich im August sehr wenig Zeit haben werde, werde ich vermutlich die nächsten Tage viel aufnehmen, je nachdem, wie viel Zeit ich auch habe. Ich werde so. Ja, ich würde schon noch so 2 Wochen Zeit haben im August, aber ich bin dann so 3 Wochen am Stück weg, ab Mitte August. Ja. Bisschen was sollte ich dafür dann schon aufnehmen. Allgemein spielen wir gerade ein Ranked. Und irgendwie gibt es hier ein komisches Geräusch. Ich weiß nicht, warum League gerade so ein komisches Geräusch macht. Egal. Ja, das ist ein Ranked. Ich spiele Duo Support mit einem Draven. Wir haben Ahri gegen Kassadin, Skarner gegen Xin Zhao und Shen gegen Tryndamere. Wir spielen gegen Blitzcrank, Killista Botlane. Okay. Das war schon mal nicht so gut. Wow. Wir haben richtig viel Schaden. Draven. Was macht der Draven? Steht einfach nur AFK rum. Alter. Das ist so witzig, wie wenig Schaden die machen. Und eigentlich wollte ich nicht den Blitzcrank exhausten, sondern die Kalista. Ja. Okay. Ist jetzt nicht wirklich praktisch, dass nur noch Draven Flash hat und ich gar nichts mehr. Cool, ich kann mich gerade nicht bewegen. Danke. Ich verstehe nicht, woran das heute liegt. Das hatte ich vorhin im Spiel auch, dass ich mich teilweise nicht bewegen konnte. Ich verstehe nicht, wieso. Naja. Okay, der Skarner ist jetzt schon mal getiltet. Weil er einmal getötet wurde von Xin Zhao. Wow. Ja. Skarner könnte auch mal ein bisschen chillen. Nee. Die FPS gefallen mir gerade nicht so. Deswegen setze ich mal das Cap hoch. Weil normalerweise sollte das meine Grafikkarte schaffen. Wahrscheinlich hat einfach nur das Cap so gedacht. Okay. Ich nehme dir jetzt einfach mal ein paar FPS weg, weil du willst nicht, dass es drüber geht, also drunter geht ja, oder? War nicht schön, naja. 80 ist okay. Ich meine, theoretisch könnte ich deutlich mehr schaffen.
Aber der Bildschirm schafft sowieso nur 60 Hertz, also. Also 60 Bilder pro Sekunde, das ist dann auch so. Wieso sollte ich mehr einstellen? Wow, das war knapp. Ja, wie ist die Zeit Level 6, der Kessel denn nicht. Aber das wird sich vermutlich bald wieder ändern. Weil der Kessel dann TP hat. Und die Ari nicht. Junge. Warum kriege ich teilweise Hyping? Ich verstehe es nicht. Ich liebe es, wenn andere Leute im Internet sind. Macht dann gleich viel mehr Spaß zu spielen. Vor allem Android-Handys. Android-Handys sind nett im Internet. Die beanspruchen einfach das ganze Internet für sich, egal was sie machen. Was natürlich praktisch ist. Vor allem, weil Android auch so viel Internetverbindung bräuchte. Das war knapp. Ich glaube, die Q durch die Minions hat ein bisschen stark gepusht. Vor allem, weil dein Xensau auf der mit auf dem River ist. Tja. Hyping, yay! Komm schon. Alter, komm schon. Was hat das für ein Problem? Erstmal Steam ausschalten. Weil ich keine Ahnung habe, was das gerade im Hintergrund macht. Aber es könnte daran liegen. Ja. Theoretisch sollten wir dann auch mal wieder weggehen, nehme ich an. Er kann sich vermutlich auch schon Bath Sword leisten. Okay. Das Item. Das Boots. Nee. Boots, drei Pots und das mal. Das kann ich für mehr Sachen gebrauchen als nur für Siegs. Zum Beispiel auch für Righteous Glory. Ja. Ich kann mir daraus was basteln. Frozen Heart wäre vielleicht nicht unbedingt schlecht. Die Ari ist ein bisschen low. Ja, Jay, dein Leben, Mann. Ich glaube, das ist eine sehr schlechte Idee.
Okay, wenn du darüber zurücklaufen willst, dann ist es okay. Okay. Die Kalista hat einen Cutlass und ist jetzt schon fast wieder full life. Nein. Ich hab den Minion bekommen. Botlane ist gerade irgendwie langweilig. Ach Mann. Es könnte eine Weile dauern, bis das Game vorbei ist. Glaube ich. Okay. Nein. Ich hatte meine eh nicht früh genug. Egal, er hat einen Kill bekommen, bevor er gestorben ist. Es hatte jetzt bestimmt 680 extra Gold. What? Das ist mehr als ein Kill zusätzlich. Oh man. Ja. Raven. Das ist doch. Ja. Was soll man dazu noch sagen? 680 extra Gold. Wow. Und nachdem er zuerst den Kill bekommen hat, hat er alles weggehabt, was halbiert werden hätte können. Schon. Das ist schon nice. Hat er halt dann keine Stacks mehr. Und jetzt hat er immer noch keine Stacks. Weil die Hälfte von nichts ist nichts. Man hat sich einfach Crit gekauft. Lol. Aber ich meine, Blitzkrieg hat ihn gegrabt und er hat einfach den Kill gemacht, bevor er gestorben ist. Einfach nur, weil ich ihn auch ziemlich easy hochheilen konnte und alles. Und die Kalista hat kein Leben mehr. Wenn er jetzt eine Ulti hätte, dann wäre sie tot. Wow, okay. Nice. Tja, Lulu. OP. Nice. Lulu ist einfach OP. Bitte. Oh Mann. Deswegen weiß ich immer gerne, was Leute als Champions nehmen. Ich meine, ich wusste, er nimmt Draven. Was könnte man mit Draven nehmen, was die Gegner so richtig nerven würde? Oh, ich weiß es. Nehmen wir einen Support, der ihn nie sterben lässt.
Oder so gut wie nie. Ja, es macht schon Spaß. Oh Mann. Ja. Ich muss sagen, Support spielen ist schon. Kann man machen, wenn man es drauf hat im Ranked. Es ist jetzt nicht so OP. Aber. Ich mach's trotzdem gerne. Weil man meistens trotzdem noch ziemlich viel Einfluss drauf hat, wie gut der AD Carry ist. Vor allem auch mit seiner Auswahl an Supportern. Dass es eigentlich nett ist, Support zu spielen. Und man hat selber nicht unbedingt den Druck, OP zu werden. Man versucht einfach, dass andere Leute OP sind. Ich sollte mir vermutlich irgendwann Rorts kaufen. Da könnte jederzeit irgendein Gegner kommen. Das ist eigentlich eine blöde Idee, da so weit vorne zu stehen. Renn doch einfach. Lol, er hat einen Kill gemacht. Schade. Vorbot. Naja. Er hat einen Kill noch bekommen. Also von dem her. Okay. Oh, Junge. Das war. Ja. Ich kann mich nicht bewegen. Oh, fuck. Wow. Das war close. Doch, nö. Das war so blöd. Das war so blöd. Leute, stimmt. Nicht auf die Tower. Was? Minions. Minions, please. Er hat viel zu oft seine Ulti, Junge. Na, was tut der? Was soll er? Oh Mann. Was ist da schiefgelaufen bei dem Typ? Oh mein Gott. Also ich meine, was zur Hölle? So spielt man nicht Kesselin. Man springt nicht einfach mit dem Mann, wenn man den Gegner nicht sieht. Das ist dumm. Vor allem mit 100 Leben. Warum? Oh, das hat wehgetan. Das hat einfach nur wehgetan. Was er gemacht hat. Ich will das Item auf dich benutzen. Komm her. Okay. Gut. Ja, ich hab's gesehen, Junge. Ist jetzt nicht so, als wäre ich behindert und dumm. Okay. Da ist ein Blitzcrank. Oh, das sind alle. Oh, lol.
Ich hab den Kill bekommen? Wie? Nein. Ich will dich doch wehen. Wie? Ich hab schon. Na, zu spät. Schade. Es war aber schon komisch, dass ich den Kill bekommen habe. Nein, der Kessel hat unseren Tower zerstört. Nicht sehr vorteilhaft, aber naja, was will man machen? Der sollte uns nicht alle drei töten können. Und wir haben einen Second Tier Tower bekommen. Okay. Wir sollten theoretisch nicht mehr hier stehen. Wow, okay. Ja. Ich hätte einfach weglaufen sollen. Aber ich wollte irgendwie bei meinem Adi-Camp stehen. Naja. Was soll man machen? Jetzt bin ich auch schon tot. Naja. Es war halt ein bisschen dämlich von ihm da stehen zu bleiben, einfach so. Weiß nicht. Ist jetzt nicht unbedingt so gut. Nein. Passiert. Mehr kann man dazu nicht sagen. Sollten auch mehr Top-Lane und Mid-Lane pushen in nächster Zeit. Ja. Das ist sie gestorben. Ach ja. Mir fällt jetzt erst auf, dass sie Championship-Kalista hat. Dachte die ganze Zeit, das wäre eine normale Kalista. Wow, okay. Da hat er kein Flash mehr. Lol. Lol, sorry. Brumm, brumm. Okay. Komm schon, danke. Wow. Ich konnte nicht mal Draven ulten. Und er ist tot. Das war blöd. Aber ich meine, ich konnte halt nichts machen, nachdem er mich gegrabt hatte. Aber wir throwen gerade das Game ziemlich hart. Das ist nicht so gut. Wir sollten irgendwie mit den Gruppen. Das wäre, glaube ich, vorteilhafter. Der Trindamer ist nicht wirklich gut. So gesehen. Ich hab Piping, yay! Komm schon, Piping, geh weg! Ich will nicht mehr! Mann! Hab doch normalen Ping jetzt! Danke! Lol. Vor allem, ich verstehe nicht, wieso ich Hyping habe. Ich habe ihn mit meiner E getötet. Der mit dem Bot Tower. Nicht so gut. Ja. Nicht wirklich positiv.
Tja, ich meine, unser Vorsprung besteht irgendwie nicht mehr jetzt. Ich meine, ich habe 4 Kills. WTF. Ich meine, ich bin Lulu, aber ich habe 4 Kills. WTF. Okay. Wieso? Please. Ich will die ganzen Kills doch nicht mehr haben. Danke. Genau das ist es, was ich gemeint hatte. Der Trödelmann wird halt zum Problem nachher. Selbst wenn er nichts kann, er wird einfach nur pushen. Really? Really? Das ist jetzt nicht dein Ernst. Hallo? Hallo. Danke. Oh, bitte. Junge. Okay. Dann spiele ich nach dem Spiel halt keins mehr. Ist mir auch egal, aber bitte lass mich das doch fertig spielen. Es dauert nur noch höchstens eine Stunde. Mann. Bitte. Junge. Ich hasse das. Könnte ich mich bitte wieder bewegen? Das wäre echt cool. Also so normal und nicht. Ich lege. Bewegend. Wow, endlich. Hat ja nur 10 Minuten gedauert. Und ich habe wirklich kein Level mehr. Das ist der dümmste Bug ever. Junge. Ich darf mich noch nicht mal backporten. Ist es dein Ernst? What the hell? Lol. Lol. Ich habe nur noch 80% zu Level 38. Please. Das ist nicht witzig. Und vor allem, ich habe keinen Spell gerade. Das ist nicht gut. Ich sollte eigentlich disconnecten. Ich kann halt gar keinen Spell benutzen. Was nicht gut ist. Ach, auf einmal bin ich wieder in der Lage, Spells zu... Was? Ich bin immer noch Level 1. WTF? Link, was tust du? Ich habe da einen kleinen Fehler auf meinem Screen. Riot? Warum habe ich nur 350 Mana? Also theoretisch. BTF, Mann.
Tja. Viel Spaß mit deiner Unbesiegbarkeit, wenn du niemanden angreifen kannst. Ha! Ha! Was sagst du dazu? Ach, auf einmal bin ich wieder normales Level. Mit normalem Mana. Und all meinen Spells, die ich davor hatte. Das ist so random. Wir sollten gerade einfach nur pushen, so gut es geht. Danke, dass jemand den Tower zerstört hat. Ich hatte kein Flash. Sorry. Nein, du darfst niemanden angreifen, wenn du unbesiegbar bist. Das ist böse. Oh, aced. Nice. Good job. Ich hab sie geaced. Nice. Für das, dass ich weitere Probleme hatte in diesem Game, lief es gerade super gut. Ich werde heute trotzdem kein Game mehr spielen. Ich habe ein bisschen viel Gold. Und ich habe noch einen Baron Buff, also Backporten ist nicht schlimm. Ich sollte mir das kaufen. Warum, Raven? Warum? Das war so useless, dass er da gestorben ist. Das hätte echt nicht sein müssen. Ach ja. Nein, das ist eine blöde Idee. Scanner? Nein. Böse. LOL, der Bot steht in der Wand. Ich wusste gar nicht, dass der da in der Wand stehen kann. Ist der Tründer mehr dumm oder tut der nur so? Jetzt habe ich halt keine W für den Zeitpunkt, wo er unbesiegbar ist, aber. Ja. Der Tründermeer ist eindeutig dumm. Wieso? Wieso sage ich überhaupt was? Nein, Draven, das ist eine dumme Idee. Draven! Please! Okay. Ja. Schöne ist auch, dass wir halt den Top-Inhibitor haben und nicht Midlane. Was es für Kessadin etwas schwerer macht, zum Team zu kommen. Außer er hat gerade Teleport ab. Was er vermutlich die meiste Zeit hat, aber. Ja. Ich weiß nicht. Selbst wenn er Teleport ab hat. Das heißt, der hat trotzdem 4,5 Sekunden Verspätung. Wenn es schlecht geplant ist. Okay.
Das war sehr dumm von uns. Ja, Skana ist super gut drauf. Der muss das eigentlich nur deffen. Ich meine, unsere Minions pushen von alleine schon. Oh, da ist ein Trinner mehr. Und tot. Wow. Ich hätte gedacht, die Kalista macht ihm mehr Schaden. Ah, Mann. Kalista Double Kill. Nicht so gut. Junge. Das war eine echt blöde Idee von dir, Blitzcrank. Das war echt eine blöde Idee von ihm. Wenn ich ehrlich bin. Und Skana ist tot. Naja, nicht mal. Naja, vielleicht doch. Nicht mal. Wow. Der Tründermeer ist echt dumm. Ich hätte gerne Hilfe. Okay, dann macht ihr halt Baron. Ich versuche hier zu deffen. Warum war das klar? Mann. Okay. Oh, da ist eine Kalista. Die Kalista läuft einfach an den Super Minions vorbei, die gerade den Inhibitor pushen. WTF. What? What? Bitte. Bitte lauft alle dran vorbei. Oder ignoriert das. Die haben gerade wirklich ihren Inhibitor verloren, weil... Das ist doch dumm. Wie dumm kann man sein? Oh mein Gott. Das ist doch... Wieso? Wieso einfach nur? Das ist nicht normal. Okay, warte. Was passiert, wenn ich... Ja, komm. Okay, ich verkaufe das und ich kaufe mir... Ach verdammt, dafür habe ich zu wenig Geld. Okay, Undo. Okay, dann machen wir das nachher irgendwann. Es geht auch. Okay. Wir sollten das vorsichtig angehen und nicht so. Wow, der ist so tot. Nice one. Der war echt sowas von tot, als sie auf den drauf gegangen sind. Wow. Ich habe auch noch die... Leute, hat die gegrabt, während er gestorben ist. Warte. Oh, der Draven ist gestorben. Das funktioniert nicht so gut, wenn die Super Minions gerade unseren Nexus pushen. Please. Und die Minions zum Pushen, das ist halt echt dumm. Passt auf, Leute.
Ich will nicht, dass hier so viele Leute... Oh, okay. Ja, egal. Ich habe genug Wards, um noch mehr zu stellen. Wie ich eigentlich dürfte. Ah, da ist ein Ward. Ja gut. Das ist genau das, was wir wollten. Aber sag's niemandem. Ein unkontrollierter Kampf gegen... Also, wenn die einen unkontrollierten Kampf haben, dann haben sie so verloren. Ja, das Spiel ist vorbei. Wenn die unkontrolliert gegen uns kämpfen, dann geht es einfach schlecht aus. Weil wir halt viel besseren Teamfight haben mit zwei Tanks, einer Lulu, einem AP Carry und einem AD Carry. Ich meine, die haben so... Die haben nicht mal eine gute Teamcomp. Ich meine, ich habe auch schon Games gespielt mit schlechten Teamcomps, die ich gewonnen habe, aber dafür ist unsere Teamcomp irgendwie zu gut. Wollte ich nur mal so anmerken. Ja, Tryndamere Push einfach. GG. Leute, wir sollten trotzdem. Okay, nice. Okay, mal sehen. Oh, dann wird ein Shen. Oh, cool. Ich habe jetzt. Wow. Ja, ich habe ein paar Kills bekommen. Ein bisschen Gold habe ich auch bekommen. So. Ja, jetzt zu dem, was. 20 LP. Nice. Ich habe Mona bekommen. Ist auch cool. Und der Graf. Nein. Healing Down. Nein. Gibt's da nicht... Wow. Da gibt's nichts, was mit Schild... Naja. Egal. Jo. Dann würde ich sagen, ich hoffe, euch hat's gefallen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao, Leute.